Hallo Leute und willkommen zu diesem Opening-Video. Wir haben nämlich ein kleines Set quasi übersprungen. Das holen wir jetzt nach. Das ist mir irgendwie komplett durchgerutscht. Das Dualist Pack Dimensional Guardians besteht hauptsächlich aus Reprints, wenn ich das im Wiki ja mal nachschlage. Und jedes Display hat 36 Booster mit 5 Karten drin. Ihr seht schon auf dem Cover, es ist hier... Cyber Angels sind dabei, ein paar Galaxy-Karten, solche Rosenkärtchen sind dabei, ein Haufen Sachen von Alexis auch. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, öffnen das mal und schauen mal, was wir da so ziehen. Ich habe dann morgen auch noch ein anderes Opening für euch, nämlich die Special Edition zu Maximum Crisis. Die habe ich nämlich auch gerade heute bekommen. Die nachher auch noch aufnehmen. Die kriegt ihr dann morgen früh. So. Ja, 36 Booster-Displays. Das gibt es ja doch schon länger eigentlich nicht mehr. Finde ich cool. Finde ich eine coole Sache. Und auch die Booster, finde ich, sind wirklich cool gestaltet. Gefällt mir. Machen wir die einfach mal auf. Ihr müsst übrigens sagen, ob ihr im Hintergrund irgendwas hört. Ich habe mir einen neuen Ventilator zugelegt. Der läuft jetzt gerade. Wenn man den nicht hört, super, Ziel erreicht. Denn hier drin wird es dann auch ein bisschen warm, wenn man eine Stunde oder vielleicht sogar mehr aufnimmt oder streamt. Und ja, der Ventilator, den ich früher hatte, der war einfach viel zu laut für das. Gut, also wir haben Roter Würm. Wir haben den Spiegelresonator, Cyber Prima, Cyber Engel Dakini, Rare und Cyber Engel Benten. Auch wieder mal spielen. Cyber Engel ist ein cooles Deck. Cypher Spektrum. Ablehnende Wiedergeburt, Maschinenengel Ritual, Rangsteigerungszauber, Cypher Aufstieg und Sternenvasall Paladynamo. Cool. Also in diesem Pack hier scheint es nicht immer eine Holo zu haben. Spiegelresonator, Rote Wache, Maschinenengel-Ritual, Cypher-Flügel und Maschinenengel-Absolut-Ritual. Rare. Roter Wark, Roter Würm, Cyber-Tutubon, Etoile Cyber und Resonator-Ruf. Wieder eine Rare. Resonator, roter Spiegel, Cyberengel Wrasch. Cooles Kärtchen. Ist aber eine Common. Hört hier hin, Maschinenengel Ritual und Narblicht Rotdrachenerz und Weltner. Ja, also bisher wirklich haben wir, glaube ich, nur Reprints bekommen. Ich warte mal, ich hätte hier auch noch zwei, drei neue Karten drin gesehen, aber ja, wir schauen dann mal. Roter Warg, Kettenresonator, Cypher Spiegelritter, den kenne ich zum Beispiel nicht. Kleiner Cyberengel und Schreckenspelz Draufgänger. Ich glaube, der ist auch neu. Was kann das kleine Schreckenspelzkerlchen denn? Ihr braucht ein Koboldmonster und ein Kuscheltiermonster. Wenn die Karte ein Monster eines Gegners durch Kampf zerstört, du kannst deinem Gegner 1000 Schaden zufügen. Falls diese auf eine Karte durch Kampf zerstört wird oder das Spielfeld durch einen Karteneffekt eines Gegners verlässt, jedes Schreckenspelzmonster auf deinem Friedhof. Was? Ach so, solange ihr Besitzer sie kontrolliert. Du kannst deinem Gegner 500 Schaden für jedes Schreckenspelzmonster in deinem Friedhof zufügen. Bin gerade verrutscht, sorry. Du kannst diesen Effekt von Schreckenspelz draufgehen und einmal pro Spielzug verwenden. Okidoki. Gar nicht mal so schlecht. So klar, könnte besser sein, aber gibt es definitiv auch schlechtere Karten. Synchronresonator, Cyber Tutubon, Cypher Flügel, Roter Renner, Maschinenengel Absolut Ritual. Ablehnende Wiedergeburt, Kettenresonator, Doppelcypher, Cypher Spektrum und Synchro des Königs.
Ihr kriegt dann in den nächsten Tagen noch eine Top 10 von diesem Set hier. Und vielleicht basteln wir auch ein, zwei Decks noch damit. Mal schauen. Rote Wache, Roter Renner, Seifer Spiegelritter, Seifer Etranger und, oh, Ritualheiligtum. Das ist cool. Von der habe ich nämlich noch nicht ganz so viel, wie ich gerne hätte. Und in Ultra sieht sie auch ganz nett aus. Ablehnen. Die Wiedergeburt, Seifer Spektrum, Roter Spiegel, Roter Wart, Cyber Engel, Lakin. Tutubon, Idaten, Seifer Spektrum, Seifer Flügel und Maschinenengel Absolut Ritual. Ich glaube, wir lassen das mit den Commons jetzt mal auf der Seite. Ich glaube, wir haben ziemlich alle gesehen. Das Set hat übrigens 45 verschiedene Karten drin. Also die Chancen, dass wir das hier komplettieren können, sind gar nicht mal so schlecht. Roter Resonator, ich glaube, den hatten wir noch nicht. Und Pendelfusion. Das hat mir jetzt gerade auch nichts. Beschwöre ein Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dabei Monster, die du kontrollierst, als Fusionsmaterial. Falls du zwei Karten in deiner Pendelzone hast, kannst du auch Karten in deiner Pendelzone als Fusionsmaterial verwenden. Du kannst nur eine Pendelfusion pro Spielzug aktivieren. Okay, das ist gar nicht mal so übel. Das kann man durchaus in manchen Decks benutzen. Ich denke so an Performer Pulse für die ganzen Drachen, die es da gibt. Wobei die sich eigentlich mit Kontaktfusion specialen, glaube ich. Naja. Toll, Roter Park, Spiegel und nochmal ein Narblichtdrachen. Synchronresonator, nochmal ein Cypherbit, noch ein Resonator und noch ein Dakini. Also ich finde, die Cyberengel sind cool. Die mag ich. Das ist ein lustiges Deck. Es ist nicht ganz Tier 1, würde ich sagen. Es kann aber mit dem Herold doch schon ziemlich mühsam sein. Wasch. Okay, Cypher Etranger und, oh, Tyrannen, Rotdrachen, Erzunterwäldler. Zweite Ultra Rare aus diesem Display. Kleiner Cyberengel. Roter Resonator und Künstlerkumpel Barracuda. Eines der Common Monster. Das ist dieses hübsche Kerlchen hier. Und Barracuda ist eine Pflanze. Einmal pro Spielzug, falls dein Künstlerkumpel-Monster gegen ein Monster deines Gegners kämpft. Vor der Schadensberechnung, du kannst das Monster deines Gegners Angriffspunkt in Höhe der Differenz zwischen seinem Grund- und seinem derzeitigen ATK verlieren lassen. Selbst was diese Karte das Spielfeld verlässt. Das ist mal der Pendel-Effekt. Dann haben wir während des Spielzugs des beliebigen Spielers, du kannst einen Künstlerkumpel-Monster wählen, dessen derzeitiger ATK nicht seinem Grund-ATK entsprechen. Es erhält bis zum Ende des Spielzugs ATK in Höhe der Differenz. Du kannst diesen Effekt von Künstlerkumpel Barracuda nur einmal pro Spielzug verwenden. Also ich finde das Artwork schon mal cool. Dass eine Pflanze ist, ist auch nicht schlecht. Jedenfalls eine coole Karte. Haben wir ja noch eins. Synchro des Kaisers. Resonator, Cypher Tutubon, Rote Waffe, Roter Wurm und Cypher Zwillingsraptor. Auch der ist, glaube ich, neu. Den habe ich zumindest bisher noch nie gesehen. Eine Maschine. So, jetzt war ich ja von der Kamera weg. Hier rum so. Falls dein Gegner ein offenes Monster kontrolliert, das als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworen wurde und du keine Monster kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst eine Karte abwerfen, beschwöre Cypher-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck zusätzlich. Beschwöre einen Cypher-Monster, Entschuldigung. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Cypher-Monster. Du kannst diesen Effekt von Cypher-Zwillingsraptor am Spielzug verwenden. Das ist gar nicht mal so schlecht für Xyz-Beschwörungen. Kann man durchaus was mit anfangen. Gibt klar bessere Karten als das. Gerade die Bedingungen für die Spezialbeschwörungen, ja, sind ein bisschen lächerlich, wenn man das mit Cyberdrache beispielsweise vergleicht. Idaten, Kettenresonator, Resonatorruf und, oh, Künstlerkumpel Ballade. Auch nochmal eine Pflanze.
sieht so aus. Einmal pro Spielzug, am Beginn des Damage Steps, wenn ein Künstlerkumpel-Monster gegen ein offenes Monster deines Gegners kämpft, du kannst das Monster deines Gegners 600 ATK verlieren lassen, selbst was diese Karte das Spielfeld verlässt. Ups. Dann der Monster-Effekt. Ach, das ist... Ich dachte gerade, ich habe einen Knick hier drin, aber das ist der Stab, der hier durch die Pendelzahl durchgeht. Falls dein Künstlerkumpel-Monster angegriffen hat, nach der Schadensberechnung, du kannst ein offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Das gewählte Ziel verliert ATK in Höhe der ATK des Künstlerkumpel-Monsters. Okay, cool. Zwei Pflanzen-Künstlerkumpel. Kleiner Cyberengel. Cyberengel Dakini und Überfallraptor Replika. Eine Fangenkarte. Wenn ein Überfallraptor-Monster, das du kontrollierst, beschwöre ein Monster mit demselben Namen als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Und falls du dies tust, solange das offene Monster, das offene als Spezialbeschwörung beschworene Monster kontrollierst, können Monster, dann, die dein Gegner kontrolliert, das als Ziel gewählte Monster nicht als Angriffsziel wählen. Zusätzlich kann dein Gegner das Ziel gewählte Monster nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Wollt ihr nicht noch ein paar Mal mehr Ziele reinschreiben? Das ist ja ein bisschen viel. So. Seiferflügel und ein Sternvasal Paladino. Was ist denn so eure Lieblingskarte aus dem Set? Habt ihr schon welche aufgemacht? Oder seht ihr das Set hier auch wie ich zum ersten Mal? Wenn ja, schreibt doch mal in die Kommentare, die Kommis, was euch an dem Set gefällt, wie ihr es so findet. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr von dem Ganzen hier haltet. Roter Resonator und Galaxieaugen Cypherdrache. Also auch der kriegt seinen Reprint, gut. Resonator, Ruf und Schreckenspelz, Wiedergeburt. Die ist auch eher neu, würde ich sagen. Ich kenne sie zumindest nicht. Ups, sorry. Wähle ein Schreckenspelz-Monster an einem Friedhof. Beschwöre es als Spezialbeschwörung. Während deiner Main Phase, außer in dem Spielzug, in dem diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde, du kannst diese Karte von einem Friedhof verbannen und dann eine deiner verbannten Kuscheltier- oder Schreckenspelz-Monster wählen. Lege es auf den Friedhof zurück. Joa, das ist doch gar nicht schlecht. Und ich finde, das Artwork hier ist cool mit dem Bären. ein Absolut-Ritual. Das ist nicht wirklich was Spannendes. Narblicht Rot, Drachenherz und der Wettler. Okay. Cypher Zwillingsraptor und Benten. Kleiner Cyberengel. Roter Resonator. Ich sehe schon, das wird ein relativ langes Opening für die zwei Displays hier, wo wir eigentlich nicht viel Neues mehr sehen jetzt. Es sind halt 36 Booster im Display drin, also 72 Booster, die wir hier zu öffnen haben. Das braucht schon ein bisschen Zeit. Synchro des Königs und oh, Geschwindigkeitsreut Domino-Schmetterling. Der sieht ja super cool aus. Schau mal. Sweet. Du kannst keine Monster als Pendelbeschwörung beschwören, außer Windmonster. Dieser Effekt kann nicht annulliert werden. Du kannst ein Windmonster abwerfen und dann einen deiner verwandten Windmonster wählen. Füge es an Hand hinzu. Du kannst diesen Effekt von Geschwindigkeitsreut Domino-Schmetterling nur einmal pro Spielzug verwenden. Nicht Dynamo, sondern Domino. Gott. Kann nicht als Synchro-Material verwendet werden, außer für die Synchro-Beschwörung eines Wind-Synchro-Monsters vom Typ Drache oder Maschine. Falls diese als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworene Karte als Material für eine Synchro-Beschwörung verwendet wird, verbanne sie. Nee, das letzte Teil gefällt mir aber gar nicht. Naja.
und ein Vasall. Das ist eine coole Karte, aber uralt schon gefühlt. Noch ein Draufgänger und ein kleiner Engel. So, das Boot ist Display. Mache ich hier mal kurz auf. So. Immer dieser Plastik drumherum. Da wäre eine Lasche schön, dass man es besser aufmachen kann, aber naja. Wie dem auch sei. Jetzt machen wir das so, das geht ein bisschen besser. Ja. So. Mal schauen, was wir hier so bekommen. Synchro des Königs. Resonatorruf und Überfall Raptor Replika. Das ist schon zwei von. Die Tranche. Dagi und Künstlerkummel Ballade. Schon, ich habe danach einiges zu sortieren. Resonator. Ich habe übrigens das Special für meine Sammlung nicht vergessen. Ich bin dran, die Karten zu sortieren, dass ich sie euch alle zeigen kann. Gebt mir da einfach ein bisschen Zeit. Es braucht wirklich mehr. Ist zeitintensiver, als ich gedacht hätte am Anfang. Ah, da kam gerade eine Mail rein. Cyberengel. Und ein Galaxieaugen-Seiferdrache. Synchro des Königs. Schreckenspelz Wiedergeburt, doch da haben wir jetzt zwei von. Seifer Zwillingsraptor. Vasall. Roter Resonator. Synchro des Königs und Benten. Resonatorruf und ein Domino-Schmetterling. Auch da sind es jetzt zwei geworden. Ein Raptor. Ups. Noch ein Paladino. Kleine Cyberengel und ein Schreckenspelz-Draufgänger. Cypher-Etrange. Fehlen noch zwei Ultra Rares, wenn es letzte Display normal war, ja genau. Oh, da haben wir eine neue. Spiralflammenschlag. Aktiviere einen dieser Effekte. Falls du eine Buntäugig-Karte kontrollierst, wähle eine Karte auf dem Spielfeld, zerstöre sie. Oder füge deiner Hand eine Buntäugig-Monsterkarte der Stufe 7 von deinem Deck oder ein offenes Buntäugig-Pendelmonster Stufe 7 von deinem Extra-Deck hinzu. Nettes Artwork auf jeden Fall.
Narrenlicht, Rotdrachen. Symbol des Königs und Pendelfusion. Cypher Zwillingsraptor. Dakini. Etrange. Resonatorruf. Paladynamo und Barracuda. Dakini. Absolut Ritual. Ein Neo-Galaxie auf dem Cypher-Drache. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Braucht dazu zwei Monster. Nein, Quatsch. Drei Monster der Stufe 9. Gott, was ist denn das hier? Das ist ganz komisch gedruckt. Schaut mal. Das ist ein Misprint. Seht ihr hier die Geisterschrift? Da ist entweder der Druck bei mir ist mal irgendwie schief gelaufen. Oder da hat ihr eine andere Karte drauf abgefärbt. Jedenfalls geht der Text hier weiter. Aber es ist... Nee, es sind andere Angriffspunkte. Es sind 3500 Punkte drauf. Komisch. Na egal. Jedenfalls, das ist echt schwierig zum Lesen. Falls diese Karte ein Cypher-Karte als Exis-Material hat, erhält sie diesen Effekt. Einmal pro Spielzug. Du kannst bis zu 3 Exis-Material von dieser Karte abhängen. Monster, die du kontrollierst, können deinen Gegner für den Rest des Spielzugs nicht direkt angreifen. Außer dieser Karte. Zusätzlich übernimmst du Endphase für jedes abgehängte Monster die Kontrolle über ein offenes Monster deines Gegners. Aber solange dieser Effekt angewendet wird, bleiben ihre Effekte annulliert. Ihre ATK werden zu 4500. Zusätzlich werden ihre Namen zu Neo-Galaxie auch ein Cypher-Drache. Ja, so geht's auch. Die ist cool. Cyberengel. Dann haben wir noch 3 Booster. Resonator. Oh, es waren 4, Entschuldigung, jetzt haben wir noch 2. Ballade und Etrange. Nahlichtdrachen. Letztes Booster, Leute. Was ziehen wir hier noch? Wir ziehen noch was Spezielles. Eine Rare. Tja, das war das Duelist Pack Dimensional Guardians. Paar coole Karten, vor allem die Ultra Rares sind ganz nett. Aber jetzt nichts wahnsinnig Überragendes, würde ich behaupten. Ja, das war's mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Vergesst nicht in der Endcard auch mal auf die restlichen Videos zu schieben. Die werden euch nämlich da vorgeschlagen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag und ciao, Leute. Thank you.